Einzelnashörner sind ziemlich selten auf dieser Welt. Es gibt in der freien Natur nur noch ungefähr 3000 Exemplare, so schätzt man. Und in den Zoos werden 300 bis 400 Exemplare auf der Welt insgesamt gehalten, in den verschiedenen Zoos. Sodass man sagen kann, dass die doch schon äußerst selten und fast vom Aussterben bedroht sind. Sie sind auch in der freien Natur schon gefährdet. Und umso wichtiger ist es, dass diese Tiere in den Zoos vermehrt werden, gezüchtet werden, damit der Bestand in der freien Wildbahn vielleicht ersetzt werden kann oder aufgebessert werden kann. Der größte Feind der Panzernashörner ist natürlich der Mensch, weil er die Gebiete, in denen sie vorkommen, systematisch nutzt. Da werden die Tiere immer weiter zurückgedrängt und das ist natürlich auch das größte Problem in ihrem Heimatgebiet. Sie leben im nördlichen Indien, Nepal, südlich des Himalaya und ernähren sich in der Hauptsache von Gras, bis zu 40, 50, 60 Kilo pro Tag, die sie so wegfuttern. Bei uns gibt es da noch ein bisschen Konzentratfutter dazu, also ein bisschen Brot und ein bisschen Äpfel und Obst, Gemüse und so weiter. Aber sie brauchen auf jeden Fall Raufutter für ihre Verdauung. Die Tiere wiegen alle so um die 2 bis 3 Tonnen, die Panzernashörner, sind große, schwere Tiere. Der Name kommt natürlich daher, dass sie so gepanzert aussehen. Sie haben eine Haut, die so 3 bis 4 Zentimeter stark ist und sich von außen noch anfasst wie eine Panzerplatte. Also sie ist derartig hart, dass man auch als Tierarzt, wenn ich als Tierarzt mal spreche, mit der Nadel gar nicht da durchkommt, sondern dass es nur ganz wenige Stellen gibt, an denen man diesen Panzer durchdringen kann mit einer Nadel. Sie sind sehr wehrhaft, aber im Grunde genommen sind sie eigentlich friedlich. Mit ein bisschen Feingefühl und ein bisschen Tierverstand kann man doch an die Tiere ran. Man kann sie schon mal streicheln, die vertrauten Pfleger können an die Tiere rangehen. Und es ist auch notwendig, dass man da mal die Füße kontrolliert. Sowas lassen sich die Tiere gefallen, wenn sie ruhig und vernünftig gehandelt werden. Bei uns klappt die Zucht eigentlich sehr gut. Wir haben dieses Jahr 2 Jungtiere. Das eine ist schon im vergangenen Jahr geboren, im Januar 2010. Das ist das Kind der Mutter Jansi. Jansi ist mal aus San Diego gekommen, war eine Leihgabe. Und ist dann die Mutter von Betty geworden. Und Betty, Sie sehen sie im Hintergrund hier, hat auch schon wieder ein Jungtier bekommen, sodass hier schon Mutter und Großmutter und Kinder auf der Anlage zu sehen sind. Das Jüngste, die Aruna, ist letzten Monat geboren, also am 31. Juli. Und ist nur 1 Monat alt, wiegt ungefähr schon 70, 80 Kilo, so schätzen wir. Und wird doch sehr schnell wachsen, denn wenn man das im Vergleich sieht, der Bulle, der Tarun, der auf der anderen Anlage zu sehen ist, der ist nur 1,5 Jahre älter und wiegt doch schon 5 bis 6 Zentner. Also man kann davon ausgehen, dass die Tiere ungefähr 1 Kilo pro Tag zunehmen und das alleine durch die Milchnahrung, die sie aufnehmen. Das bisschen Gras, was sie nebenbei fressen, das ist mehr für die Beschäftigung, die eigentliche Kraft und das Eiweiß und so weiter, das kommt alles durch die Milch. Über die Tragzeit kann ich Ihnen noch erzählen, dass die Tiere ungefähr 16 Monate tragen. Dann kommt noch 1 bis 2 Jahre die Säugezeit der Kälber dazu. Und dann werden sie wieder tragen, sodass dann nochmal 1,5 Jahre dazu kommen. Und dann können wir davon ausgehen, dass ein Panzernashorn ungefähr alle 4 Jahre ein Jungtier bekommen könnte. Und so ist es auch in den letzten Jahren bei uns passiert. Wir haben also jetzt das letztgeborene Aruna, ist das 10. Jungtier, was bei uns im Tierpark geboren wurde. Bei dem Tarun kann ich Ihnen eine kleine Story erzählen. Das ist so die Zusammenführung von Ost und West. Wir sind ja hier im Ostteil der Stadt und die Mutter Jansi, die verträgt sich nicht mit unserem Bullen. Wir haben es versucht, sie zusammenzubringen, aber es hat nicht geklappt. Wie es so bei Menschen auch, gibt es Sympathien und Antipathien. Die beiden haben sich also nicht vertragen und wir haben uns dann gedacht, nicht weit von hier, also 10 Kilometer Luftlinie, gibt es ja den Zoo Berlin. Und da haben sie auch einen kräftigen Bullen und dann haben wir gesagt, dann versuchen wir es mal mit dem. Haben die Kuh aufgeladen, haben sie in den Zoo gefahren und da hat es auch geklappt. Schon 2-mal und auf die Art und Weise kriegt jetzt auch Jansi regelmäßig ihre Jungtiere.